Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hohe Luft. Ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Special-Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Es erwartet Sie heute eine neue Folge in der Reihe Der WBG-Dialog. Und damit wird erneut dieser Podcast zu einem Raum des interdisziplinären Austauschs zwischen Geisteswissenschaften und Wirtschaft. Und heute freue ich mich sehr, zwei ganz besonders renommierte Gäste, es sind zwei Gästinnen, heute begrüßen zu dürfen an dieser Stelle. Das ist Ute Frevert und Julia Jeckel. Herzlich willkommen, Ute Frevert. Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, endlich mal mit Frau Jeckel sprechen zu können. Ich habe sie schon lange verfolgt, natürlich. Also nicht als Stalkerin, aber in den Medien, und finde es toll, dass wir jetzt mal persönlich das Vergnügen, nicht ganz persönlich, aber doch persönlich das Vergnügen haben. Willkommen, Julia Jeckel. Lieben Dank, Frau Reinhardt, Frau Revert, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch und natürlich bin ich leicht eingeschüchtert, wenn ich darüber nachdenke, mit wem ich jetzt spreche und einer so fantastischen Historikerin. Insofern freue ich mich auf das Miteinander gleich. Ich bin auch eingeschüchtert. Das tut gut. Sollte es irgendjemanden da draußen geben, der Ute Frevert und Julia Jeckel nicht kennt, hier wie immer ein kurzes biografisches Update. Ute Frevert ist, wie gesagt, Historikerin. Sie ist seit 2008 Direktorin des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, wo sie den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle verantwortet. Sie ist Mitglied unter anderem in der Leopoldina und lehrte in ihrer früheren Zeit in Yale, in Berlin und hatte diverse andere Lehraufträge. Sie wurde für ihr wissenschaftliches Wirken im nationalen und internationalen Kontext vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Leibniz-Preis und 2020 auch mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Sie ist einem breiten Publikum bekannt, natürlich durch ihre zahlreichen Sachbuchpublikationen zur Politikgeschichte, zur Kulturgeschichte, zur Emotionsgeschichte und zur Geschlechtergeschichte. Zuletzt veröffentlichte Ute Frevert die Titel Mächtige Gefühle und Die Politik der Demütigung. Julia Jeckel ist Aufsichtsrätin und die ehemalige Chefin von Gruner und Jahr, einem der führenden europäischen Verlagshäuser. Sie ist seit 1998 bei Bertelsmann tätig, seit 2013 bis dann insgesamt 2021 führte sie das Unternehmen und sie führte das Unternehmen auch durch eine umfassende Transformation, unter anderem durch, ja, die Erweiterung der digitalen Angebote. Sie wurde für ihr unternehmerisches wie auch für ihr publizistisches Wirken mehrfach ausgezeichnet von allen wichtigen Mediendiensten und Branchendiensten, kann man eigentlich sagen. Heute ist sie Aufsichtsrätin. Sie ist Mitglied unter anderem in der Holzbrinck-Gruppe und in der Deutschen Presseagentur. Und was wichtig ist jetzt natürlich auch für den Kontext unseres Dialogs, der gleich startet, Julia Jeckel ist auch studierte Historikerin. Julia Jeckel studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft in Heidelberg, Harvard und Cambridge. Ich komme jetzt ohne weiteres zu meiner ersten Frage an Sie beiden. Julia Jeckel, Ute Frevert, wie es schien, ja, lebten wir in unseren Breiten in dieser Gesellschaft lange, lange Zeit unter einer Art Glasglocke. Sicher, wohlbehütet vor den Zeitläuften, vor den Stürmen der Geschichte. Das hat sich nun radikal verändert. Die Herausforderungen in Politik, Gesellschaft, Umwelt sind zahlreich und zahlreich sind natürlich auch die politischen Debatten darüber. Was glauben Sie, was können speziell die Geisteswissenschaften hier zu diesen Debatten beitragen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen zuerst antworten möchte. Ich fange gerne an.
Wenn ich darf. Wir haben ja durchaus eine starke Präsenz von Geisteswissenschaftlern, die sich am öffentlichen Diskurs beteiligen, entweder durch Beiträge in den Printmedien, aber vielleicht mehr noch sogar jetzt in Talkshows oder in eigenen Formaten, die man im Fernsehen betrachten kann oder als Podcast hören kann. Wir haben die Philosophen, die ganz stark sind dabei, bestimmte zentrale Begriffe, die uns in jenseits dieser Krisen, aber vor allen Dingen in diesen Krisen sehr stark beschäftigen, auseinandernehmen, auseinander deklinieren und ihre Bedeutung versuchen festzulegen, über Gerechtigkeit sinnieren, über Glück sprechen, über Narrative. Wir haben die Literaturwissenschaften, die das Verteidigungsministerium beraten, um Krisen rechtzeitig, möglichst schon frühzeitig, diagnostizieren zu können. Und wir haben natürlich Historiker, Historikerinnen und Historiker, die, ich sagen, auf allen Wellen unterwegs sind, vor allen Dingen dann unterwegs sind, wenn es darum gilt, bestimmte Narrative, die von Politikern und Politikerinnen in aller Welt sehr gerne bemüht werden und in alle Welt hinaus posaunt werden, zu dekonstruieren, zu kritisieren, sie auf ihre Funktionen und auch vor allen Dingen auf ihre Unrichtigkeiten hin zu überprüfen und das der Öffentlichkeit, die das hören will, mitzuteilen. Ja, also das hat jetzt Frau Vrewaert so schön gesagt, da kann ich wirklich nicht mithalten. Ich kann aber noch eines ergänzen, gerade aus der Perspektive der Wirtschaft. Wir erinnern uns ja an Zeiten, wenn wir noch an den Bill-Clinton-Wahlkampf denken, vor wann war er? Long time ago. Als es hieß, it's the economy, stupid. Es war die Ökonomie, die sozusagen über allem stand und eigentlich auch bis vor kurzem hatte man noch den Eindruck, dass nichts ist bedeutender als das Verstehen von Wirtschaft. Aber wir merken ja heute, in welcher komplexen Welt wir leben, in welchen Interdependenzen wir leben, wie sich das individuelle Leben von Menschen verändert, aber wie geostrategische Themen wieder groß sind und so weiter und so weiter. Und man merkt einfach die Beschränkung, ich sage das jetzt mal, Einschränkung von Wirtschaftslenkern, sich konzentrieren zu können oder die Hoffnung glauben zu können, dass man sich nur auf das unmittelbare Erzielen von guten Zahlen konzentrieren kann in seinem Wirken. Ich glaube, das ist einfach deutlich zu kurz. Ich glaube, das war immer zu kurz gesprungen. Es fällt mir jetzt besonders auf. Und das ist zumindest etwas Gutes, finde ich, in diesen komplizierten und auch bewegenden und natürlich auch nicht nur schönen Zeiten. Darf ich gleich nochmal weiterfragen, Frau Jeckel? Haben Ja. Sie denn den Eindruck, dass in Ihrem, in Ihrem Berufsfeld ein starkes Bedürfnis von Wirtschaftslenkerinnen und Lenkern da ist, sich durch Philosophen, Literaturwissenschaftlerinnen und Historikerinnen sozusagen ja ein breiteres Denkfeld offerieren zu lassen? Also sind die neugierig? Also ich finde, da gibt es, also ich muss sagen, da gibt es wahrscheinlich zwei Arten von Unternehmenslenkern, ehrlich gesagt. Das sind die einen, die sich, glaube ich, wirklich zurückziehen und sagen, es ist mir sowieso alles zu kompliziert, ich mache nur das oder ich gerate nur auf Glatteis, wenn ich mich öffentlich äußere, wenn ich mich zu stark involviere, und die ziehen sich zurück. Und es sind die anderen, die, glaube ich, wirklich über den Tellerrand gucken, belesen sind, sich interessieren und wissen, dass Wirtschaft nur in Interaktion mit Gesellschaft funktioniert. Wirtschaft ist ja nicht was Losgelöstes in Unternehmen, sondern ist in Wahrheit, es interagiert und vor allen Dingen im Idealfall ist es ein konstruktiver Teil von Gesellschaft und tut ganz viel Gutes. Und da gibt es schon eine ganze Menge von Leuten, die sich wirklich dafür interessieren und ich glaube auch zunehmend dafür interessieren. Das ist ja Ihre Frage. Aber der Gedanke, dass sozusagen viele Wirtschaftslenker sich quasi in einem Salon bewegen und sich permanent befeuern lassen durch sozusagen die Welt der Philosophie, der Welt der Geisteswissenschaften, das ist ein bisschen romantisch. Das ist, glaube ich, nicht so. Aber als ausgewählte Leute gibt es und ich finde, ich will mal einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großen Unternehmen, von Firmenlenkern auch erwarten, dass sie eine gewisse Position in unserer Gesellschaft beziehen. Das muss nicht lautstark überall sein, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber gerade junge Leute in Unternehmen suchen Orientierung und orientieren sich auch an ihren Chefinnen und Chefs und wollen auch, dass das Menschen sind,
die, ich will mal sagen, komplexe Persönlichkeiten sind. Davon bin ich zumindest tief überzeugt. Aber liegt darin nicht auch eine gewisse Gefahr? Also wenn ich mir vorstelle, ich arbeite in einem großen Unternehmen als, was weiß ich, Praktikantin oder aufstrebende Managerin. Und dann habe ich Führungspersönlichkeiten, die, Sie haben das jetzt gesagt, die sollten sich möglichst nicht sozusagen tagespolitisch engagieren, aber doch irgendwie klare Kante zeigen in bestimmten großen Fragen. Und die geben mir das vor. Habe ich dann die Möglichkeit, eigentlich als kleines Rädchen im Betrieb meine Stimme, die vielleicht anders ist, zu erheben? Oder muss ich dann sozusagen nach der Pfeife, es ist vielleicht jetzt zu stark 19. Jahrhundert gedacht, aber nach der Pfeife der Oberen tanzen? Und habe ich damit eigentlich wirklich noch den Denkraum, den ich gerne haben möchte? Ja, um Gottes Willen, das meine ich gar nicht. Also bitte, dann verstehen Sie mich falsch und so möchte ich nicht verstanden werden, dass ich von Unternehmenslenkern sozusagen, dass die quasi, ich sage jetzt mal fast politisches Denken vorgeben, um Gottes Willen. Das ist nicht die Idee. Wirklich nicht die Idee. Aber dass Sie, ich sag mal, sich ehrlich mit den komplexen Themen unserer Welt, Nachhaltigkeit, Diversität, ich sag mal, Bevölkerungsentwicklung, Auseinanderdriften von Arm und Reich, dass Sie sozusagen insgesamt mir das Gefühl geben, dass Sie ein Sensorium dafür haben, das finde ich wichtig. Aber natürlich ist es essentiell, dass, wie soll ich sagen, Unternehmenslenker nicht irgendwie wie eine Farbe vorgeben, in welche Richtung jetzt zu denken ist. Das wäre ja wirklich, das meine ich wirklich gar nicht. Aber ich will nur sagen, man darf es sich nicht zu leicht machen, sich komplett zurückzuziehen in solchen Zeiten. Das meine ich. Mit der Begründung, oh, es ist alles zu kompliziert und ich will keinen überrumpeln oder Meinung vorgeben. Ich hätte vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage an Sie beide. Weil haben wir es hier nicht mit zwei unterschiedlichen Zeitlichkeiten zu tun? Also auf der einen Seite dieses geduldige, tendenziell geisteswissenschaftliche Reflektieren und auf der anderen Seite dieses ganz schnelle Entscheiden und Entscheiden müssen. Wie könnten, wenn Sie dem zustimmen würden, diese beiden Zeitlichkeiten ja kompatibel gemacht werden in der Praxis? Also ich glaube, wenn ich aus der Unternehmens- oder aus der Wirtschaftsperspektive, ja, du musst viel im Hier und Jetzt unmittelbar entscheiden. Manche Dinge sind auch absolut akut kommen auf die Agenda. Du musst sozusagen spontane Entscheidungen treffen, aber viele Entscheidungen sind auch langfristig gravierend, strategisch, grundlegend und können dein Unternehmen auch in schwieriges Fahrwasser bringen, wenn du die Entscheidung falsch triffst. Also nehmen wir mal ich will ein konkretes Beispiel nennen, gerade aktuell Diskussion. Adidas in China. Große Probleme im chinesischen Markt. Baumwollproduktion, da wo Uiguren deren Rechte eingeschränkt werden. Das ist jetzt mal die ganz freundliche Formulierung. Großes Trara in China selbst, weil sich ein Unternehmen plötzlich politisch äußert, Chinesen finden das nicht gut, gleichzeitig westliche Mitarbeiter, westliche Kunden erwarten von dem Unternehmen klare Kante und Farbe bekennen. Das ist kompliziert und es ist besser, wenn man sich frühzeitig mit solchen komplexen Dingen beschäftigt und darüber Gedanken macht, was alles auf einen zukommen kann. Auch die anderen beiden Themen, die Sie genannt haben, Frau Hecke, Nachhaltigkeit oder Diversität, sind ja nicht welche, die einem nun mal gerade heute auf den Teller springen, sondern die schon seit, ja, bei Diversität seit 40, 50 Jahren diskutiert werden. Und wenn sich, das kann man ja auch beobachten, dass Unternehmen sich da durchaus irgendwann umgestellt haben, aufgestellt haben und da heute anders agieren als noch in den 1970er Jahren. Also bestimmte Themen sind einfach Dauerbrenner und sich da mit, was weiß ich, sozialwissenschaftlichem Sachverstand, das sind ja meistens dann sozialwissenschaftliche Themen oder auch lebenswissenschaftliche Themen, zu umgeben, kann sicherlich nicht schaden und ist ja offenbar auch getan. Als Historikerin habe ich natürlich weniger mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Da ist dann eher die politische Seite, sozusagen die Abnehmerseite auch unserer Botschaften, wenn es denn überhaupt solche Botschaften gibt. Aber auch da finde ich es schon beeindruckend, wie viel Interesse nach wie vor, gerade bei politisch Handelnden, an historischen Zusammenhängen, an Entwicklungen, an der Frage, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind,
nicht im Sinne einer Teleologie, aber doch in einer Vorstellung davon, dass wir nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern dass das eine Vorgeschichte hatte, wie viel Interesse da doch da ist, was mich auch immer wieder freut. Ja, vielleicht kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Sie, Frau Reinhardt, Sie haben mich vorhin so nett mit meinem Studium vorgestellt, aber es ist natürlich, ich komme mir vor wie so eine kleine Hochstaplerin gegenüber jetzt Frau Frevert. Ja, ich habe Geschichte studiert und aber natürlich mich lange nicht so intensiv damit beschäftigt wie Frau Frevert. Aber mich hat damals beeindruckt, meine Zeit im, ich sag mal, angloamerikanischen Kontext, insbesondere in Amerika. Und ich hatte dort einen Professor in Harvard, der hat einen Kurs gegeben. Da fallen, glaube ich, deutsche Geisteswissenschaftler direkt ins Koma vor Schreck. Das hieß The Uses of History for Decision Makers. Also die quasi eine anwendungsorientierte Form der Geschichtswissenschaft. Mich hat das geprägt insofern, als dass ich gemerkt habe, mit dieser Form des Denkens öffnen sich für dich ganz viele Welten abseits der klassischen Akademia, der Wissenschaft, der Lehre, sondern die Form des historischen Denkens hilft dir, ich will es mal ganz allgemein formulieren, durchaus zu erkennen, gibt es Strukturen in der Geschichte, die schon mal da waren? Gab es das Problem schon mal? Und bei diesem Gedanken darüber oder bei dem Nachdenken darüber merke ich, ja, vielleicht gab es was Ähnliches schon mal. Wir müssen nicht in die gleiche Falle wieder reintapsen. Und noch wichtiger, es hilft mir zu verstehen, was vielleicht ganz anders ist, was heute die Lage von der Vergangenheit unterscheidet. Aber dieses Nachdenken darüber fand ich wahnsinnig wichtig und ich fand diesen unfassbar pragmatischen Angang, ehrlich gesagt, erfrischend. Und ich kann noch dazu sagen, mein erstes Buch, was ich mir, oder ich glaube, mein erstes How-to-Buch, was ich mir in meinem Leben gekauft habe, war ein Buch Geisteswissenschaftler in der Wirtschaft. Das fand ich super. Und ich finde es heute weiterhin wahnsinnig wichtig, weil dass gerade in Zeiten, wo die künstliche Intelligenz, die Technologie so bedeutend werden, aber eben auch Dinge automatisieren, kommt es ja umso mehr darauf an, dass im Unternehmen die Menschen, die sozusagen etwas kreativer in größeren Zusammenhängen denken können, dass wir die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, dass wir genau diese Menschen, glaube ich, zukünftig mehr brauchen werden. Das erinnert mich an zwei Dinge, Frau Jeckel. Einerseits an einen Kurs, der in Yale damals immer, ja, wer nach Harvard geht, geht nicht nach Yale und umgekehrt. Wer nach Oxford geht, geht nicht nach Cambridge. Aber trotzdem war das was Äquivalentes im Bereich der Geschichte der internationalen Beziehungen. Die haben auch sozusagen Grand Strategy gemacht und aus der Geschichte sozusagen immer wieder bestimmte Plots durchgespielt. Und die Studierenden sind hingeflogen. Also sagen wir, man war als Lehrende immer ein bisschen neidisch darüber, dass dieser Kurs so wahnsinnig viel Resonanz gefunden hat. Aber es hat eben auch ein Bedürfnis erfüllt. Umgekehrt war ich mal sehr beeindruckt noch in meiner Konstanzer Zeit, als ich glaube, weiß nicht mehr, ob es bei BASF war, aber war ein großes Chemieunternehmen an mich und auch andere Kollegen herangetreten ist und gesagt hat, könnt ihr uns gut Studierende sozusagen im Abschlussbereich empfehlen, die wir in Trainee-Programme hier einspeisen könnten. Und sie waren vor allen Dingen interessiert an Historikerinnen und Historikern, weil sie der Meinung waren, dass wenn man sich auf dieses Gebiet begibt, man eine Komplexität von Faktoren bewältigen muss, also einbeziehen muss in seine Erklärung und Begründung, die in anderen Wissenschaften oft baden geht. Also gerade dieses in komplexen Konstellationen denken und die vielen Faktoren aufeinander beziehen können. Frau Reinhardt, ich sage jetzt nichts gegen Philosophen, aber das war zumindest aus unternehmerischer Perspektive damals ein Plus, mit dem also die Studierenden meiner Disziplin sagen aufwarten konnten. Und offenbar, ja, bringen wir ihnen das bei. Ja, definitiv. Also ich meine, wir brauchen Geschichte, wir brauchen die Geschichtswissenschaften, um uns selbst zu verstehen, um unsere Gesellschaft zu verstehen, aber ich denke auch, um unsere Demokratie zu verstehen. Man könnte sich schon fragen, wie gut wir heute unsere westlichen Demokratien noch verstehen und sie tatsächlich auch leben. Ja, wir hören, wir lesen, wir erleben selbst Demokratiemüdigkeit. Wir erleben Bedrohungen durch diverse autoritäre Entwicklungen, ja, Stichwort China.
Frau Frevert, ich möchte Sie gerne mal fragen, welche Rolle spielen dabei bei diesen Entwicklungen, ganz speziell aus Ihrer Sicht, Gefühle, Emotionen und Stimmungen? Ja, da fange ich doch gleich schon mal an mit der Krise und der Demokratiemüdigkeit. Eine gewisse Verzweiflung ist vielleicht zu groß gesagt, aber eine Enttäuschung über das, was die Demokratie versprochen hat und was sie vielleicht nicht hält. Eine Enttäuschung, die wir vor allen Dingen auch in großen Teilen der ostdeutschen Bevölkerung spüren. Trotzdem, und man kann natürlich mit dieser Enttäuschung, mit diesem eher Endzeitbewusstsein, kann man wiederum sehr viel Politik machen. Und das wird derzeit auch gemacht. Also wenn ich mir angucke, die jetzige Debatte über den anstehenden heißen Herbst, als ob man ihn geradezu herbeiredet, als ob man geradezu danach darauf wartet, dass hier, was weiß ich, der Umsturz passiert, den manche gerne wollen. Und ich finde, dass auch da Politik mit Stimmungen gemacht wird. Die Stimmung aber natürlich, wenn Politik gemacht wird, immer relativ einseitig interpretiert werden. Man kann die momentane Situation der Demokratie auch ganz anders beleuchten. Man kann sagen, nach dem 24. Februar dieses Jahres ist vielen Menschen in diesem Land deutlich geworden, was wir an unserer Demokratie und an unserer liberalen Demokratie eigentlich haben und warum wir nicht unter der russischen Knute leben wollen. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen anders geworden. Zwischen dem Februar und heute liegen ein paar Monate und es gibt viele Leute, die sich anders orientieren. Und es gibt auch wiederum viele, die mit Angst Politik machen, die von Herrn Greiner sogenannten Angstunternehmer, einen tollen Begriff, wo man Angst, die Ängste, die in der Bevölkerung vorhanden sind, vor Inflation, vor was noch, vor hohen Energiepreisen, vor vielleicht zu wenig Heizbarkeit, dass man diese Ängste sozusagen benutzt, aufstachelt, benutzt, um sich dann als Retter in der Not zu präsentieren. Und die ganz einfache Lösung, machen wir doch wieder Nord Stream 2 an oder machen wir es überhaupt an, bringen wir es in Aktion, dann damit aufwarten. Also Gefühle sind ein sehr probates Mittel, sich als politisch Handelnder, als Aktivist auch sagen an die Spitze der Bewegung zu setzen und diese Bewegung zu steuern. Und dagegen, da muss man sehr aufpassen. Diese Gefühle sind nicht per se irgendwie schlecht oder gut. Sie sind eine Ressource, die wir alle handhaben, die wir möglichst gut reflektieren sollten, damit wir damit umgehen können. Und wir sollten sehr aufpassen, mit welchen Gefühlen uns politisch Handelnde entgegenkommen, beziehungsweise welche sie uns eigentlich unter die Haut schieben wollen, um auch dagegen angehen zu können. Also Gefühle sind schon was auch sehr Gefährliches. Aber sie sind menschlich, sie sind wichtig und sie sind auch sehr produktiv, wenn es darum geht, sozusagen Demokratiefähigkeit wieder einzuüben, beziehungsweise uns auf eine Lesart der Demokratie zu verständigen, die eben nichts mit Müdigkeit und ist doch jetzt mal Schluss mit Diversität und Nachhaltigkeit, wir wollen doch einfach nur einen warmen Hintern haben. Gemeinschaftsgefühl zum Beispiel dann? Wäre das sowas? Ja, auch das hat sicherlich sozusagen zwei Seiten. Also einerseits haben wir alle ein furchtbar tolles Gemeinschaftsgefühl, wenn wir uns in unsere diversen Echokammern und Bubbles zurückziehen und immer nur mit Leuten umgehen, die unserer eigenen Meinung sind, mit Menschen, die eine andere Meinung haben. Auch das gehört zur Demokratie, unterschiedliche Positionen auszuhalten, unterschiedliche Positionen so zu formulieren, dass sie dem anderen auch plausibel erscheinen können und der andere sie auch verstehen kann, aber möglicherweise eben auch gute Argumente hat, sie nicht zu teilen und mit diesen Argumenten konstruktiv umzugehen, zuzuhören, aber auch selber artikulationsfähig zu sein, ohne
den anderen in eine Ecke zu drängen, aus dem er nicht wieder rauskommt. Also dieses klassische Freund-Feind-Denken zu praktizieren. Auch das gehört zu einer emotionalen Temperatur von Demokratie, die wichtig ist und die wir auch wieder einüben müssen und bei denen auch die Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ja, Frau Jäkel, welche Aufgabe haben da die Medien? Also was sind überhaupt die Medien und welche Aufgabe kommt denen in diesem Kontext zu? Ja, über die Medien im Allgemeinen kann ich gar nicht sprechen, aber ich kann über solche sprechen, die sozusagen ihren Auftrag ernst nehmen, nämlich versuchen, profund zu recherchieren, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich will es mal ganz groß sagen, im Grunde im Sinne der Aufklärung sozusagen, der kantischen Aufklärung oder von Kant quasi die Vernunft walten zu lassen und tatsächlich zu differenzieren, was ist denn jetzt gerade eine emotionale Reaktion auf die Dinge und worum geht es eigentlich richtig? Und da sind, glaube ich, Medien von größter Bedeutung insofern, als das natürlich durch Social Media insbesondere gerade derjenige, der am lautesten schreit, der am aufgeregtesten ist, und das bewegt sich nun gerade auch an den politischen Rändern, diese Dinge nehmen heute einen solchen Raum ein, dass sie plötzlich dann auch sozusagen Thema der, ich sage jetzt mal, klassischen Medien werden. Und da, glaube ich, müssen Medien besonders sorgfältig sein, dass wir es schaffen, weiterhin einer demokratischen Mitte eine Art Forum und Plattform zu geben, mit der sie sich weiter identifizieren können und die eben dafür sorgen, dass Menschen Dinge verstehen und nicht nur eine Meinung auf die andere Meinung trifft und man sich anschreit. Und das ist, glaube ich, eine ganz bedeutende Rolle von Medien und hier Aufklärung zu betreiben. Und da wirklich, da müssen wir auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, weiter vorsichtig und aufmerksam sein, wenn wir in die letzten Monate zurückgucken. Was hatten wir für Debatten und für Aufregung? Wahlkampf, Laschets Lachen im Wahlkampf. Die Biografie-Arie, oder nicht Biografie, sondern die Plagiats-Arie um Frau Baerbock. Jetzt gerade wieder aktuell Aufregung, ein Video der finnischen Ministerpräsidentin, die tanzt. Herr Scholz irgendwie wird vorgeworfen, im Flieger keine Maske aufzuhaben, wobei man dem Mann alles Mögliche vorwerfen kann. Aber wirklich nicht, dass er irgendwie, ich sag mal, ein Schlampi ist in eigener, ich sag mal, in Eigendisziplin. Das glaube ich, ist nur das Letzte, was man dem Mann vorwerfen kann. Und diese Dinge dominieren plötzlich. Und das darf, also nicht grundsätzlich, aber wir haben eine Neigung, diesen Themen einen zu großen Raum zu geben. Und da, glaube ich, müssen wir uns regelmäßig, ich sage jetzt mal, ich nenne mich jetzt nochmal, ich bin wir, als jemand, der auch nach wie vor ja mit Medien viel beruflich zu tun hat, uns regelmäßig zwicken. Schreiben wir über die richtigen Dinge, schreiben wir über die großen Dinge, über die strukturellen Dinge, über die Frau Frevert gerade gesprochen hat, über das, was wirklich wichtig ist. Und das erfordert Kenntnis, Nachdenken und auch häufig Kenntnis der Geschichte. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt bei einer Debatte, jetzt rede ich vielleicht nochmal über meine alte Heimat, Grune und Jahr, Debatte um Henry Nann, den Gründer des Stern. Meine Güte, ein Thema, das sozusagen wieder neu aufgewärmt wurde, die Frage nach, war er ein Nazi, hat er sich schuldig gemacht im Dritten Reich? Und es wird sozusagen gerade, oder es wurde eine Zeit lang so debattiert, als sei es ein völlig neues Thema, als sei es irgendwie noch nie da gewesen. Es gibt dazu ausführliche Bücher, es gibt irgendwie, es gibt aber vor allen Dingen von ihm selbst intensive Auseinandersetzungen damit. Und da denkt man manchmal, meine Güte, können wir einfach einmal wieder Luft holen und gucken, was gibt es dazu schon und uns mit diesen Dingen nochmal in Ruhe beschäftigen. Und dann finde ich es richtig, dass wir auch Themen wieder neu einschätzen. Eine Generation muss in der Lage sein, sich eine Meinung zu bilden über eine historische Figur. Das ist völlig richtig. Aber ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr weniger Aufregung und mehr profunde historische Kenntnis ist bei sowas wichtig. Und last but not least, wir leben in aufgeregten Zeiten und diese aufgeregten Zeiten werden missbraucht. Das muss uns wirklich klar sein. Es ist gerade nochmal wieder gedacht, die Fracking-Debatte. Groß debattiert ja, sollen wir wieder ins Fracking einsteigen, ja oder nein? Ich finde, da muss man trefflich drüber streiten. Da gibt es viele gute Argumente dafür und dagegen. Aber uns muss auch klar sein, und das klingt so gruselig, aber es ist halt heute so, es gibt inzwischen staatliche Akteure, es gibt russische Propaganda, die genau solche Themen ventilieren, befördern, Ängste
befördern, in diesem Fall zum Beispiel im Kontext Fracking, weil es schlicht und ergreifend ein strategisches Interesse eines Staates ist, in diesem Fall weiter, wie soll ich sagen, die Abhängigkeit von Gas zu befördern. Ja, und es gibt hier Interessen, das muss uns klar sein, genauso bei der G5-Debatte in England, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, da sind gerade Leute auf die, haben die G5-Masken abgesäbelt, weil es eine, so auf Social Media einen Gedanken gab, dass G5 für Covid verantwortlich sei. Und ich dachte, Jesus. Und das wird, das muss uns, es klingt wirklich gruselig, aber es wird befördert durch Akteure, die kein Interesse daran haben, dass, oder die ein Interesse daran haben, dass sich unsere gesellschaftlichen Debatten weiter polarisieren. So will ich es mal formulieren. Und deshalb müssen wir einfach aufmerksam sein. Und das sind alles wichtige Debatten. Ich will nichts davon irgendwie wegreden. Wir müssen nur aufmerksam sein, dass hier überall noch ein bisschen Pfeffer draufgestreut werden wird. Und umso wichtiger ist die Rolle der Medien und auch der Wissenschaft, hier Gehör zu finden und für Zeit zum Nachdenken und Ruhe zu sorgen. Ich war neulich, wenn ich das sagen darf, sehr beeindruckt von einem Gespräch, was zwei Kollegen, ein Historiker und ein Politikwissenschaftler in der Zeit geführt haben. Die kamen beide von ganz unterschiedlichen Positionen, was die den Umgang jetzt mit dem Krieg in der Ukraine betrifft. Und sie haben sich am Schluss, nachdem sie ihre sehr unterschiedlichen Positionen ausgetauscht haben und auch darauf jeweils auf die Position des anderen eingegangen sind, beieinander bedankt für den Ton der Debatte, der nämlich nicht aufgeregt war, der nicht polemisch war, der den anderen nicht in eine Ecke gestellt hat, von der man sich dann sehr gut distanzieren konnte, sondern ihn als Gesprächspartner einfach ernst genommen hat. Und mich hat das deshalb beeindruckt, weil es so selten ist, weil ein solcher Umgang mittlerweile wirklich zu den Raritäten unseres Diskurses gehört. Und das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, nicht nur mit den aufgeregten Zeiten, glaube ich, die wir sicherlich haben, sondern auch mit einer bestimmten Medienlogik, die gerne sozusagen die Pitbulls gegeneinander hetzt, auch um möglichst scharfe Positionen zu markieren, um möglichst vielleicht auch ein paar Äußerungen zu haben, die nicht ganz comme-il-faut sind und die das ein bisschen aufspeisen. Also Medien leben ja auch davon, dass da Bewegung ist, Dynamik ist, dass da Streit ist. Und der Streit kann dann eben auch sehr schnell verletzend, kränkend und auch zu scharf werden. Und da die richtige Mischung zu bekommen, also nicht sozusagen, wir lieben uns doch alle, genau, zu präsentieren, zugleich aber auch nicht dieses Freund-Feind-Muster zu bedienen, das stelle ich mir als eine sehr, sehr schwierige Balance vor. Ja. Und die Balance schaffen manche Medien eben auch sehr viel besser als andere. Auch bei Gunnar und Ja gibt es ja solche und solche, ne? Oder gab es? Ist es nicht auch vielleicht noch eine kleine Nachfrage dazu, auch an Sie beide, auch eine ganz wichtige Sache oder Aufgabe der Sprache oder eine wichtige Problematik der Sprache, also um praktisch auch Themen zu finden, ja, also auch im Sinne der Aufklärung, wie Sie Frau Jäkel vorhin genannt haben, Leute sozusagen wirklich ja nicht nur zu berühren mit Worten, mit Themen, die uns alle angehen, sondern sie wirklich auch ein bisschen ja didaktisch sozusagen anzustupsen. Ist es nicht eine wahnsinnig große Aufgabe, da eine allen gemeinsame Sprache zu finden, wenn ich dran denke an die junge Generation, die ja sozusagen ja digital aufwächst von Baby an und die letzten Endes in einer Welt nicht nur der Bilder, sondern des Bewegtbilds und damit noch mal mehr der Überemotionalisierung aufwächst. Also wie können wir da, um zu diesem wichtigen Thema der Demokratie und der Rolle der Medien zurückzukommen, wie können wir da eine Sprache finden oder wer könnte die schaffen? Boah, das ist jetzt eine ganz große Frage. Frau Frevert, wollen Sie erstmal gerne noch was sagen zu Sprache und Wirtschaft? Vielleicht fange ich mal damit an. Ich finde es gut, Frau Reinhardt, dass Sie das Thema Sprache aufwerfen, denn ich glaube, viele unterschätzen die Kraft der Sprache und die Bedeutung der Sprache, wenn ich Menschen zu etwas zum Nachdenken bewegen will oder überhaupt zu etwas bewegen will. Und gerade wenn ich auf mein Fach, ich
nenne das jetzt mal im weiteren Sinne des Wirtschaftens zugucke. Viele verstecken sich ja hinter einer sehr komplexen, verklausulierten, einem Fachsprech, wenn sie Dinge beschreiben wollen, weil sie sich nicht trauen, die Dinge klar auszusprechen. Ich glaube nur, dass das Leute nicht wollen. Menschen wollen Klarheit, klare Worte, verständnisvolles Reden. Und das sehen wir ja gerade, muss man sagen, bei Jan Habeck. Wenn man das gut macht, bekommt es einem, wenn man es wirklich gut macht, wenn man damit auch Ängste anspricht und sich reinversetzt in Menschen und trotzdem die nötige Souveränität hat und in der Lage ist, trotzdem aufzuzeigen, wo man hin will, dann hilft das einfach enorm weiter. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Ich übergebe an Frau Frebe. Ja, die denkt auch noch weiter drüber nach, aber also einen Punkt würde ich glatt unterschreiben, und der muss auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gelten, nicht nur für Wirtschaftsleute, eine klare Sprache zu sprechen und eine jargonfreie Sprache zu sprechen. Das ist etwas, was Wissenschaftler natürlich auch sehr, gerade auch Sozialwissenschaftler, aber auch Neurowissenschaftler sehr gerne tun, dass sie sich sozusagen in ihren Sprachformen eigentlich einfügen und meinen, dass man das außerhalb verstehen sollte. Also wer in die Öffentlichkeit hinein wirken möchte, wer Resonanz haben möchte, wer auch meint, etwas zu sagen zu haben, der muss sich um eine klare Sprache bemühen. Er muss sich aber auch darüber klar sein, welche Begriffe möglicherweise kontaminiert sind. Also ich muss gestehen, ich bin jedes Mal immer wieder sehr, sehr unangenehm berührt, wenn ich das Wort, was mittlerweile doch sehr häufig benutzt wird, das Wort Ausmerzen in der öffentlichen Debatte höre. Man kann sagen, okay, das ist etwas, es geht in die biologische Forschung oder Wissenschaft der 20er Jahre oder des frühen 20. Jahrhunderts zurück. Aber es ist natürlich ein Begriff, der in der politischen Sprache extrem besetzt ist durch die rassistische Rhetorik und Ideologie und Politik des Nationalsozialismus. Und sich davon, wo wir doch ansonsten immer so geschichtsbewusst sind, Gott sei Dank, davon dann wieder zu lösen und jetzt auch wieder von Ausmerzen zu sprechen, auch wenn es nur um Fehler ausmerzen geht, das geht einfach nicht. Ja, darf ich noch was ergänzen, Frau Pilberdi? Mir ist gerade aufgefallen, im Kontext des Anschlags auf Salman Rushdie. Da haben viele Medien, den Begriff der Fatwa, auch die Tagesschau, Deutschlandfunk und so weiter, einfach übernommen und ja, irgendwie der Iran hat damals die Fatwa oder eine Fatwa ausgesprochen. Und du denkst, Moment mal, das ist, wollen wir mal das deutsche Wort verwenden, das ist ein Aufruf zum Mord, das ist es. Und es wird in einem hübschen Wort irgendwie so verpackt und verbirgt eigentlich den eigentlichen Kern des Begriffs und worum es geht. Und das finde ich genauso ein weiteres Beispiel dafür, wo wir einfach ganz sensibel sein müssen und klar sein müssen. Naja, in der jetzigen Debatte mit, oder nicht Debatte, in der Konstellation im Osten, die militärische Spezialoperation, die Herr Putin als Begriff genommen hat, und dabei ist es ein und die auch zum Teil ja auch in Kreisen hier in der Bundesrepublik, also benutzt wird, um sich abzusetzen von denen, die dann sagen, nein, es ist ein Krieg, es ist ein Angriffskrieg. Und in dem Zusammenhang klare Sprache, klar benennen, was Sache ist, und damit auch klar Positionen beziehen, ist wichtig. Aber zugleich auch dann, würde ich sagen, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler deutlich zu machen, woher eigentlich die Semantik dieser Sprache kommt, was sie jeweils bedeutet hat. Gut, jetzt nicht in langen Exkursen, aber durchaus die Hintergründe eben auch wirklich deutlich zu machen. Mir ist noch ein Punkt eingefallen vorhin zu der Frage, was denn eigentlich, warum dann auch Geisteswissenschaften in der Öffentlichkeit sozusagen wichtig sein könnten. Ich habe mal damals, als diese MeToo-Debatte begann, 2017, da habe ich einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der damals sehr viel, also mir sehr viel Resonanz eingebracht hat, wo ich versucht habe, die Hintergründe die auch psychologischen und historischen Hintergründe dieses Protestes gegen Übergriffe, männliche Übergriffe auf Frauen und ihre Körper
sagen, zu erklären durch eine Geschichte der Scham. Und ich glaube, also die Resonanz, die ich auf diesen Artikel bekommen habe, hat mir gezeigt, dass solche Hintergrundbeleuchtungen durchaus wichtig sind. Also die einem auch das Gefühl geben, ja, ich mache jetzt nicht irgendwas präsentistisch, gerade jetzt aus dem Bauch heraus, sondern das hat eine lange Geschichte, das hat sich auch verändert und es verändert sich immer weiter in dem Moment, in dem ich auch als Aktivistin oder als Betroffene oder als politisch Handelnde mich dazu verhalte. Und insofern sind diese historischen Reminiszenzen, es hat nichts mit Bildung zu tun, es hat wirklich was mit Orientierung zu tun, also ein Orientierungswissen zu geben, was einem hilft, sich in der jetzigen Zeit einfach sicherer auch zu fühlen und seinen eigenen Standpunkt sicherer zu vertreten. Vielleicht noch einen ganz anderen Begriff, wo wir jetzt so ein paar wunderbare, ganz unterschiedliche Beispiele gehört haben, in welcher Weise eben Worte, tradierte, unverstandene Worte im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielen. Ein Begriff, der gerade große Karriere macht seit einiger Zeit, das Metaversum. Was mich sehr interessieren würde, was ist das für Sie jeweils? Ist es eine Realität, eine Utopie, eine Dystopie, ein Marketing-Gag? Das gebe ich jetzt gerne erstmal an Frau Jäger. Danke. Tja, also ehrlich gesagt, die Frage würde ich gerne in 2 Jahren nochmal neu beantworten. Ich kann es Ihnen jetzt nicht, ich kann es wirklich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, wir müssen es wahrscheinlich enorm ernst nehmen, denn wenn so große Unternehmen wie Facebook oder Meta, wie es jetzt heißt, alles auf diese Karte setzen, zwar alles auf dieser Karte, zwar auch mangels Alternativen, weil dieser, wenn wir auf Facebook gucken, die Idee, ich kopiere meine Wettbewerber und mache mich dadurch regelmäßig besser, scheitert eben jetzt bei Instagram und TikTok und so weiter. Also irgendwann sind die an die Grenze angekommen, brauchen eine neue Geschichte. Aber ob es klappt oder nicht klappt, wird sich zeigen. Insofern, ich befürchte, ernst nehmen. Aber ich gestehe, für mich persönlich ist diese Attraktivität des Metaversum in ganz weiter Ferne, das muss ich sagen. Ja. Frau Frevert, könnte das jemals, kurze Nachfrage an Sie, auch Gegenstand der Geschichtswissenschaften sein? Also eine Zukunft, die sich noch gar nicht gebildet hat? Das ist vielleicht eine ein bisschen skurrile Frage. Nee, also die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich ja durchaus mit Zukünften, mit imaginierten Zukünften, also die ganze Utopieforschung, die ja auch nicht nur Historiker betreiben, sondern vor allen Dingen auch Literaturwissenschaftler, aber die ist natürlich unglaublich wichtig, um über die Vorstellungen, auch die Hoffnungen, die Wünsche, die Ängste bestimmter Gesellschaften mehr zu erfahren. Also wie stellen sich Menschen ihre Zukunft vor? Und insofern wird das, was wir heute diskutieren, ich musste ehrlich gesagt erstmal nachschlagen, was das überhaupt ist. Das Metaversum hatte dann das Gefühl, ist so ein bisschen was wie Second Life-Geschichten, aber vielleicht auch nicht ganz so. Es wird auf jeden Fall größer. Und dachte dann, naja, vielleicht muss ich mich ja in meinem Leben nicht mehr so damit beschäftigen, aber für meine Enkelkinder wird das sicherlich eine Begleitung. Ja, ist es dann eigentlich nur noch eine Begleitung ihres Lebens oder wird es dieses Leben sehr stark prägen? Das ist die Frage. Und das ist eine Frage, die wir nicht fatalistisch, glaube ich, behandeln können, nach dem Motto, das können wir auch als Historiker aus historischer Perspektive sagen, es gab immer neue Medien und es gab immer diejenigen, die vor diesen Medien und den Welten, die sie kreiert haben, gewarnt haben, gesagt haben, das ist der Untergang nicht nur des Abendlandes, sondern der gesamten Zivilisation und der ganzen Welt. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Jedes Medium hat Vorteile und hat Schattenseiten gebracht. Mit den Schattenseiten musste man sich länger beschäftigen als mit den Vorteilen. Das gilt für jede Medieninnovation, die wir seit Gutenbergs Bibel haben oder seit der Keilschrift haben. Nur die Vorstellung, dass das einfach, also das ist eine Vorstellung, die mich bedrückt, dass das einfach so über uns kommt, dass da ein Mark Zuckerberg ist, der so mit sehr vielen anderen klugen Leuten sich so etwas ausdenkt und dann über uns stülpt und wir können eigentlich nur noch sowieso irgendwie die Mäuse von Hans Neuenfels
in dem Lohengrin damals irgendwie wie Versuchskaninchen da mithampeln. Das ist eine Vorstellung, die mich gerade, wenn wir schon mehrfach, Frau Jäckel hat mehrfach Kant zitiert, doch sehr, sehr irritiert und auch bestürzt, weil das ist ja nun nochmal das Kennzeichen von Aufklärung, dass der Mensch autonom sein soll und sich seine Welt selber gestalten kann. Nicht natürlich als Einzelner, aber als Gesellschaft müssen wir diese Welt gestalten, auch diese Medienwelt gestalten und können nicht zulassen, dass sie uns gestaltet. Und da, ja, also in diesem Dilemma gefangen zu sein, gerade wenn es solche starken ökonomischen Interessen gibt, dadurch wieder ein neues Geschäftsmodell, ein neues Produkt zu kreieren, was dann Folgen haben wird, die ich mir noch gar nicht ausdenken kann, mit denen sich spätere Philosophinnen und Philosophen vor allen Dingen beschäftigen müssen. Schwierig. Ja, wir sind fast am Ende dieses Gesprächs und am Ende gibt es vielleicht etwas, ich weiß nicht, das Sie einander jetzt unbedingt noch fragen möchten, Frau Jäckel, Frau Frevert? Ich habe ganz viele Fragen an Frau Jäckel. Ich finde, bei mir fängt das jetzt gerade erst an. Frau Reinhardt, tut mir leid. Man lernt es gerade kennen und man hat einfach ehrlich gesagt noch viel mehr Lust, darauf jetzt nachzufragen. Aber ich kann vielleicht eines vorab sagen. Ich habe eine Bitte an Sie als Wissenschaftlerin. Wenn ich Sie jetzt gerade wieder erlebe, ich wünsche mir wirklich, dass unsere Wissenschaft in Deutschland noch präsenter ist im öffentlichen Raum. Ich wünsche mir sozusagen noch mehr Lust von Wissenschaft im Allgemeinen, die Dinge vielleicht auch ein bisschen einfacher, kürzer darzustellen, sodass wir alle noch mehr verstehen. Und ich empfinde manchmal deutsche Wissenschaft als sehr, wie soll ich sagen, zurückgezogen in sich, in die eigene Community. Das habe ich selbst in meinem Leben im angloamerikanischen Raum ein bisschen anders erlebt. Und da möchte ich, gerade wenn ich Ihnen, Frau Frevert, jetzt wieder zuhöre, Sie sind ja eine sehr aktive Frau, abseits des Elfenbeintums, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber abseits der nennen wir es mal, akademischen Welt, ich finde einfach mehr davon. Ich finde es so wichtig. Und ich finde es auch wichtig, Menschen Lust zu machen auf diese Form der Studiengänge. Sich wieder mit Geschichte, mit Philosophie, mit Soziologie, Psychologie, aber ja, gerade Geschichte, muss ich sagen, wieder intensiv zu beschäftigen. Das würde ich mir wünschen. Zumal die Geschichte ja jetzt auch noch wieder anders ist als zu der Zeit, als ich studiert habe oder vielleicht auch noch, als Sie studiert haben, Frau Jäckel. Das ist ja doch ein sehr bunter Strauß von Ansätzen, von Perspektiven, von Interessen, die mittlerweile an Geschichtswissenschaft herangetragen wird. Und also ich bin noch aufgewachsen mit den großen Staatenlenkern und den großen Männern, die Geschichte machen. Darüber sind wir als in unserer Disziplin natürlich, also Gott sei Dank, auch weit, weit weg. Aber also ich glaube, ich denke auch, dieses in der Öffentlichkeit sein macht Spaß. Es ist gefährlich natürlich. Man sagt manchmal Dinge, die man vielleicht, also die einem auch umgedreht werden, die dann hinterher einen Resonanzraum finden, den man nicht so gerne gehabt hätte. Es ist gefährlicher, aber es ist durchaus auch lustvoll. Was ich schwierig finde, ist, dass sich sehr wenige meiner Kolleginnen, die es nun auch langsam gibt. Es ist ja nicht nur noch eine reine Männerwissenschaft, quasi in den 70er Jahren, aber heute nicht mehr. Und wenn ich so anschaue, wer von den Kollegen in der Öffentlichkeit präsent ist, dann sind das immer eher männliche, also Kollegen männlichen Geschlechts als weiblichen Geschlechts. Und das finde ich sehr schade. Und da können aber auch die Medien was machen. Nicht immer wieder die gleichen Leute fragen, die man ja schon kennt, als Kommentatoren oder Kontextbilder, sondern auch mal auf jüngere und weibliche Kollegen zutreten. Von alleine macht man das eher nicht. Man wird dann auch gerne mal gefragt. Dafür gibt es ja auch genügend Formate in den Medien auf allen Sorten, auf allen Ebenen. Ich möchte noch über eine andere Sache noch mal zurückkommen. Sie haben, Frau Frevert, gerade noch mal gesagt, dass es gerade für Wissenschaftler natürlich auch schwierig ist,
wenn man manchmal ein bisschen knapper formuliert, dann vielleicht ein bisschen ungenauer ist, dann kommt man in dann regt sich irgendeine Community darüber auf, was man da gesagt hat. Sowas gibt es ja auch in Medien. Ich habe am Wochenende einen ganz interessanten Text gelesen von Caroline Ehmke, die nochmal Salman Rushdie zitiert hat. Jetzt erwähne ich den nochmal, weil er mich gerade einfach, klar, wir beschäftigen uns gerade wieder mit dem. Der hat nochmal den Satz gesagt, wenn wir kein Vertrauen in unsere Freiheit haben, dann sind wir nicht frei. Wir haben an vielen Stellen, und Sie auch als Wissenschaftler, die sich äußert, wir haben ja alle und eben Medienschaffende genauso, wir haben diese großen Freiheiten in Deutschland. Wir können das sagen, was wir denken. Das, was uns manchmal beschränkt, ist eine, das kenne ich ja bei mir auch, eine Angst vor Erregung, vor Shitstorms, vor zu viel Aufregung. Das ist eigentlich die viel größere Schere, die wir im Moment im Kopf haben. Und die dürfen wir nicht zu nah an uns ranlassen. Ich möchte deshalb alle ermuntern, ich ziehe mich da mal selbst mit ein, diesen Freiraum, den wir haben, zu nutzen und dieses Vertrauen in unsere Freiheit zu üben und auszuüben. Das finde ich, glaube ich, wichtig, und dass sich auch Wissenschaft ein Herz nimmt und vielleicht dann einmal übers Ziel hinausschießt und es dann wieder korrigiert. Aber lieber, finde ich, als einmal zu wenig. Das finde ich wirklich. Und sich zurückzuziehen in Schneckenhäuser. Ja. Das gilt für Wissenschaft und das gilt für Journalismus genauso. Kann ich nur unterstreichen, obwohl ich zugeben muss, dass mir solche öffentlichen Auseinandersetzungen, gerade mit, Sie haben es angesprochen, mit so sehr eng verfassten, starr verfassten Communities von Aktivistinnen und Aktivisten, die die Moral immer auf ihrer Seite haben, die immer genau wissen, wer Opfer und wer Täter ist, sehr, sehr schwer fallen. Also, absolut, aber müssen wir darauf aufmerksam machen, dass das eben häufig Strömungen sind, die sehr oberflächlich sind, die es sich sehr einfach machen, die einfach sehr schnell mit einem Urteil sind, ohne aber profunde Kenntnisse der Dinge zu haben. Und da, glaube ich, da müssen wir alle dran arbeiten, hier mehr Ruhe und Gelassenheit und Nachdenken reinzubringen. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Frevert, Frau Jekel, ganz, ganz besonders doll für Ihre Zeit, für dieses hochkonzentrierte, engagierte Gespräch, für diesen schönen Dialog. Wenn Sie, die uns hier zugehört haben, zugeschaut haben, Fragen haben, Kritik, Anregungen, Anmerkungen zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein, dann freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben auf der WBG-Community-Plattform oder überall, wo Sie uns finden. Was sagen Sie dazu?